Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Vor etwas mehr als einem Jahr hatte mir der Schweizer Unternehmensberater Matthias Gartmann eine Matrix zur Verfügung gestellt, eine Aufstellung, eine Tabelle, in der er den Verlauf oder die Entwicklung einer freien Gesellschaft bis hin zum Faschismus dargestellt hat, grafisch. Da geht's also los in einer freien Demokratie mit starken direkt demokratischen Maßnahmen und Möglichkeiten wie in der Schweiz, freier Presse, Diskussion und so weiter. Alles, was wir uns darunter vorstellen, das ging links mit dieser kompletten oder völligen demokratischen Freiheit los und endete ganz rechts im Faschismus. Jetzt hat mir ein treuer Zuschauer unseres Kanals diese Matrix, sage ich mal, erweitert. Er hat sie detaillierter noch dargestellt und mal eine Skala von 0 bis 100 aufgezeigt. 0 ist völlige Freiheit, also die wahre, die reine Demokratie. Ein Idealfall, den ich so noch nicht gesehen habe, bis hin zu 100, dem Faschismus. Und er kommt am Ende auf einen Mittelwert von 62,2 Punkten. Ich zeige Ihnen das gleich noch genauer und meine Einschätzung unterscheidet sich gar nicht so sehr von der des Lesers. Er ist ein Naturwissenschaftler, er war lange als Manager in der Pharmaindustrie, man höre und staune, und er war auch lange Jahre oder lange Zeit ein Katastrophenschützer. Also ein Mann, der sich mit dem Thema Freiheit und Gesellschaft schon lange in verschiedenen Aufgaben und Rollen und Perspektiven auseinandersetzt. Er hat 5 Spalten gemacht: freiheitliche Demokratie, beschädigte Demokratie, sozialistisch mit demokratischem Anstrich, dann protofaschistisch, das ist die Vorstufe zum Faschismus, und dann Faschismus rot, grün oder braun. Und da wird es natürlich in jeder Spalte wird es rigider, strikter, mehr staatliche Eingriffe, mehr Zensur, unfreiere Medien, eingeschränkte öffentliche Diskussion bis hin zum geht nicht mehr. Wie gesagt, von 0 bis 100, und er hat das für 9 verschiedene Aspekte oder Kategorien festgehalten. Einmal Gesellschaft und Demokratie. Sie können sie in der ganz linken Spalte von oben nach unten durchlesen. Medien und Plattformen, Dialogkultur und Meinungsfreiheit, Eigentum und Selbstbestimmung, Geldpolitik und Bankwesen, Ökonomie und Unternehmen, dann Wissenschaft und Lehre, Mentalität und Moral, Recht und Justiz. Auch beim 2. und 3. Mal durchlesen habe ich den Eindruck, das ist eine runde Sache, der hat da alles mit berücksichtigt, was wichtig ist für die Betrachtung. Und Sie sehen an diesen grau gefärbten, aber ausreichend transparenten, man kann noch durchlesen, Ellipsen hier auf dieser Matrix, wo wir ungefähr stehen nach meiner Einschätzung. Ich komme ziemlich genau zu dem Ergebnis, zu dem auch dieser Mann kommt. Zum Beispiel bei Gesellschaft und Demokratie sind wir ungefähr da, wo die Grundrechte ausgesetzt werden, Bewegungs- und Berufseinschränkungen stattfinden. Man denke nur an die geplante Impfpflicht in dem Gesundheitswesen, was dann für viele, die sich nicht impfen lassen wollen, zur Einschränkung von beruflichen Freiheiten führt. Die können nicht anders als rausgehen aus dem Beruf. Am weitesten geht der staatliche Einfluss und die Einschränkung bürgerlicher und ziviler Freiheiten da, wo oder dort, wo es um die Medien und die Plattformen geht. Wir sind jetzt etwa so in der Mitte zwischen protofaschistisch, wo es bei ihm heißt Staatsmedien mit Framing und klaren Vorgaben. Man denke an die Sprachdiktate, die da eingeführt wird, oder die Diffamierung alternativer Medien. All das haben wir in diesem Kanal ja sehr ausreichend auch dokumentiert. Und die nächste Spaltung ist schon keine freien Medien mehr. Fast, würde ich sagen, sind wir an dem Punkt. Die werden staatlich mit staatlichem Geld gepäppelt, sowohl die öffentlich-rechtlichen als auch die Zeitungsverlage, und wir haben das Gefühl, mehr als einmal im Monat, sage ich jetzt mal ganz willkürlich und ins Blaue hinein, dass hier klare Vorgaben sind. Vor ein paar Tagen haben wir auch die Beichte des CEOs von Ringier, von Herrn Walder in der Schweiz gehört. Das ist kein Einzelfall, kann ich sagen, nach 40 Jahren im Journalismus. Ziemlich trübe und düster sieht's aus, auch aus, zum Beispiel bei Mentalität und Moral.
Da habe ich die Ellipse hier in die vorletzte Spalte gesetzt. Denunziantentum und Ablehnung eigener Risiken, Empörungskultur, Bildungsverweigerung. Tja, auch da kennen die meisten von uns viele Beispiele. Schauen Sie sich das mal in Ruhe an. Es ist es wirklich wert. Es hilft einem selbst, wenn man sich damit mal eine Viertel oder halbe Stunde beschäftigt, auch so ein bisschen zu verorten, wo wir als Gesellschaft stehen, wie man das einschätzt und wo wir ungefähr sind und wo wir hingehen. Jeder wird da am Ende sein eigenes Fazit haben, aber so ein Raster, finde ich, ist eine sehr schöne Hilfe, um das mal etwas genauer zu machen und seine eigene Verortung auch zu finden.